Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Egrarian Skies mit der Shigo. Hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Was wolltest du machen? Du wolltest mit deinen Bienen arbeiten, oder? Bienen, ja, die Bienen. Das Problem ist, ich brauche für die Bienen das Enderei und da kommen wir so schnell nicht dran. Ich muss dafür Fische machen und Fische habe ich jetzt gerade keinen Bock, deswegen mache ich jetzt erstmal Kuhkacke. Kuhkacke ist besser als Fische. Na gut, und ich mache ein wenig Blood Magic. Und zwar mache ich hier so ein komisches Ritual. Und das habe ich mir angeguckt. Ist gar nicht mal so schwer. Davon haben wir eigentlich alles. Oh, eine Gasträne kriegen wir hin. Magma Cream dürften wir eigentlich hinkriegen. Was brauche ich noch? Ein Obsidian kriege ich hin. Und ein Lapis Lazuli kriege ich auch hin. Also alles einfache Dinge. Supi. So, und ich guck, dass meine Kühe ordentlich kacken. Ja, eventuell. So, erstmal ein Lapisblock. Dann, was wollte ich noch? Ah ne, ich brauche noch einen Obsidian-Block. Was brauche ich sonst noch? Ghast, genau. Nee, das war es nicht. Was andere war Magma Cream, genau. Genau. Und dann noch eine Ghast-Träne. So, und das kann ich alles eigentlich an einem Tier 3-Altar bauen. Das ist schon mal perfekt und kostet bloß 1000. Oh, jetzt habe ich alles wieder vergessen, wie das mit dem Altarzeug alles so ging. Wo habe ich dann meine... Da, das Ding brauche ich, glaube ich. Um zu checken, wie viel da drauf sitzt. So, die Fly Potion kommt erstmal wieder weg. Ich habe jetzt wieder mein Jetpack an. Yeah. Viel cooler. Absolut. So, ach, das Ding sitzt, Kapazität, Current Essence. Oh, das ist leer, das Ding. Habe ich das alles eingesaugt, wahrscheinlich hier in die Dinger hier. Dann brauche ich ja noch mein Messerchen, um die zu opfern. Die bösen Teile dort. Wo haben wir es denn, das Messerchen? Das hier, das Decker. Den brauchen wir. Und dann füllen wir mal ganz kurz unseren Blutaltar mal eben kurz. Und dann dürfte das eigentlich klappen. So, 1, 2, 3, 4. Warum füllt sich der Altar nicht? Was hier aus? Bin ich jetzt blöd? Das sind meine Current Essence. Altar Current Essence ist ja auch nicht hier angezeigt, dass der voll ist. Hä? Der ist auch abgeklemmt. Warum geht nichts mehr in den Altar hinein? Das ist merkwürdig. Digga, auf Sacrifice. Geben Dorfbewohner jetzt eventuell kein Dings mehr? Kein Blut? Das wäre blöd. Das wäre ja ultra blöd. Hat sie das abgeändert? Das könnte sein. Ich weiß es nicht. Soll ich nochmal an die Katze treten gehen? Hä? Das ist merkwürdig. Warum haben wir da kein Blut mehr drin, beziehungsweise... Ich probiere das mal einfach aus. Ich lege jetzt mal Lapis rein. Vielleicht ist es hier noch eine Buggy-Anzeige. Nee, das scheint nicht zu arbeiten. Hä? Hehehe. Oder ist es, weil ich den Block dort rausgenommen habe? Ist in der Mitte? Ein Augenblick. Ich guck mal ganz kurz. Ich nehme mal ganz kurz ein paar Blöcke und dann versuche ich das da nochmal. Das ist ja ultra merkwürdig. Bleibt da bloß drin, ihr blöden Kühe. Mensch. So, Fluidox. Da werde ich nochmal schnell eben gucken müssen. So, Blood. Wo haben wir euch denn? Blood Magic. Ich suche gerade Blood Magic und finde es nicht. Worunter? Wo ist Blood Magic hin? Ich bin gerade blind, ich sehe Blood Magic nicht. Das kann schon mal passieren. Äh.
Worunter war das noch? No. Es muss doch irgendwas davor stehen vor Blood Magic. Sonst wär's doch unter B. Bin ich jetzt so blind? Alchemy Wizard ist es auch nicht, ne? Doch. Aha, okay. Alles klar, ich hab's gefunden. Prima. So, und dann wollte ich. Was wollte ich denn jetzt? Halt, stopp. Jetzt weiß ich mal, was ich wollte. Was wollte ich? Du wolltest, ne? Ach ja, genau. Ich wollte gucken, wie das nochmal hieß, der Stein hier. Der Stein hieß. Einfach nur Blood Rune, okay. Das ist ja easy. Blood Hey, Rune. Da haben wir ein paar nicht Blood Runes. So, wegpacken. die nehme ich mal mit. Dann gucken wir mal. Müssen wir mal schauen. Obwohl, der wird ja eigentlich richtig angezeigt, der Alter. Aber vielleicht fließt ja trotzdem was weg. Dann setze ich da einfach wieder ganz normale hin. Was soll's? Eigentlich brauchen die da nicht hin, aber wir tun es jetzt einfach trotzdem mal, weil irgendwie da kein Blut mehr reinkommt. Ich weiß nicht warum. So, dann beschwören wir mal wieder ein paar. Na komm. Läuft. So, nächster Quest im An in Angriff genommen und läuft prima. So, einmal Was brauche ich kurz noch? die Maschinerie da mal anstellen. Milch. Kann ich im selben Pit machen, das ist perfekt. Milch, Milch. Ach so, ja, klar. Das Problem ist ja, die Kühe geben ja Harvester. jetzt nicht so viel. Nö, aber es ist ein Ding, das wir passiv nebenher laufen lassen können und müssen uns nicht drum kümmern. Das ist schon mal sehr gut. Ey, die scheinen echt kein Blut mehr zu geben. Okay. Das Also ist ich habe jetzt verrückt. so viele Villager jetzt hier gekillt, aber die geben alle kein Blut. Das ist doch. Jetzt haben wir extra hier so eine schöne Blutmachmaschine mit Villagern und dann geben die kein Blut mehr. Och, blöde Änderung. Sowas kann es doch nicht sein. Na, wir könnten ja irgendwas anderes spawnen lassen. Ich könnte ja Kühe spawnen lassen oder sonstige Sachen. Dann müsste ich mir nur halt ein Safari-Netz ihm holen und einfach dann Kühe spawnen lassen. Warte, ich gebe dir direkt eins, weil ich gerade alle, glaube ich, bei mir habe. Ach so, ja. Dann probiere ich das nämlich mal aus, ob das funktioniert. Ich meine, ob ich jetzt, ne, eine Kuh jetzt Achso, kille warte. oder. Ach so, hast du. Ach so, warte. Nimm direkt Okay. zwei oder so. Nee, ich brauche bloß ein einziges Safari. Hier hinter dir. Ja, ach, da hast du. Falsche Taste, ich drücke die ganze Zeit Karte. ja. Klaue ich mir mal ganz kurz eine Kuh. Schwupp. Theoretisch könntest du dir auch gleich ganz viele Kühe machen, ne? So. Bin dabei. Nee, dadurch, dass ich sie jetzt eh autospawne, dann. Ach so. Was meinst du? Ja. Haben wir ja gleich eine ganze Menge. So, mal ganz kurz gucken. Das müsste ja theoretisch die ganze Zeit auch Kühe autospawnen. Ach, jetzt habe ich einen Harvester hingestellt, ich Trottel. Ich brauche doch einen Rancher. Clever. Guck mal hier, so spawnt man Kühe. Moment, ich kann gerade nicht, ich muss einen Rancher bauen. Was mache ich? Yes. Hä? Die geben auch kein Blut. What? Warum geben die kein Blut? Was haben wir falsch gemacht? Was ist kaputt gegangen hier? Oh Mann. Warte mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz die Kuhfabrik ausschalten. So, wolltest du ganz viele Kühe haben? Ja, bitte, tu sie alle da rein. Oh Gott, alle. Warte mal, Moment. Wie viel Boah, willst du du hast Hust. haben? Warte, warte, warte. Ich muss erstmal hier das Ding aufstellen, sonst habe ich gleich ein Problem. Beweg. Schmeiße ich da doch wieder das Ding, den Villager, wieder rein. Du hast ein paar Kühe verloren. Echt? Oh, ja, das. Ah, Ein das paar. Ding. Oh Ja, das Gott. Ding muss zu. Oh Gott, oh Gott. So, okay. Dann kill ich die schnell eben kurz. Zack. Zack. Ach so. C. Das will ich raus haben. So, jetzt. Der braucht Strom, ja, das sollte ich nicht vergessen. So macht man sich ganz einfach Kühe. Oh. Schwupp. Nein. So, Strom. Strom, Strom. Jetzt haben wir's. Na komm, irgendwo muss doch hier noch eine Menge Fläche sein.
Ich glaube, das reicht auch an Kühen, oder? Ja, definitiv. Weil ich den Rest da einfach killen. Warum? Ey, das verstehe ich jetzt echt nicht. Wahrscheinlich wurde es Warum? doch mit dem Upgrade geändert, die Schweine. Die Schweine! Ja, aber wie kriege ich denn jetzt nur noch Blut über selbst oder wie? Hä? Das verstehe ich nicht. So, ich kill jetzt noch mal eine Kuh. Ah, warte mal ganz kurz. Ich mach das doch noch mal hier weg. Vielleicht hat da war das das Problem. So. Ne, immer noch null. Hä? Die trollen mich irgendwie. Na gut, dann kill ich jetzt erstmal alle Kühe. Aber dann mache ich das lieber mit dem normalen Schwert, weil dann kriege ich noch ein bisschen extra Loot. Da haben wir jetzt gleich ganz viel Leder und ganz viel Fleisch. Was soll's? Was wir auch ganz dringend brauchen. Ja, Huch, warum ach nicht, verdammt. ne? Ach Leder haben wir nämlich Mist. gar nicht mehr. Echt? Habe ich alles aufgebraucht. Oh, Für okay. für Bücher. Oh Mann. Ja, sonst hätten wir die 15 Bookshelves nicht bekommen. Ach so, okay. Ah, so, ja. Ja, dann muss ich mal ganz kurz probieren, ob das das Normale dann noch funktioniert, dass wir, wenn wir uns selber schneiden, ob wir da jetzt für noch wenigstens was bekommen. Ob Ritzen noch geht. Ja, ob das noch geht. Oh Mann. Wie ist das Ding nochmal? Sacrifice. Okay. Da muss ich das nochmal eben schnell suchen. Das ist ja. Hä? Warum? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Vielleicht muss ich den Blutaltar auch einmal vielleicht abbauen. Ich weiß es nicht. Und nochmal neu setzen. Oh, so. Das ist dann das Ding, ne? Das ist das. Ja, genau. Das Ding müsste das denn sein. So, gucken wir mal, ob das hier klappt. Also, ist schon sehr merkwürdig, muss ich sagen. Irgendwie. Schwupps. So, probieren wir das mal. Ja, das funktioniert scheinbar noch. Also, selber kann ich mir noch Blut abziehen und das wandert da auch rein. Aber Dings funktionieren irgendwie nicht mehr hier. Tiere und sonstige Sachen. Ich schätze mal, das haben sie extra so gemacht. Schweinerei. Richtig böse, richtig böse. Yep. Jo, mal gucken, wie viel Und Blut haben wir denn jetzt Bones. drin? Noch 3000. Das sollte eigentlich genau für die restlichen Sachen reichen, die ich brauche. Also das muss ich echt nochmal nachschauen, warum irgendwie die Tiere nicht mehr funktionieren. Das ist ja, beziehungsweise die Villager. Das ist ja total blöd. Jo. So, zwei Kühe mit einer Klappe geschlagen. Wunderbar. Zwei Kühe mit einer Klappe geschlagen. Hä? Wie? Was? Ja, einmal Kacke von Kühen, einmal Milch von Kühen. Für Quests Ah. perfekto Perfekt, läuft. perfekt. Sehr schön. Oh, für die Milch gibt es auch So. drei rote Herzkanister. Das ist super. Perfekt. Ja, das können wir gut Für gebrauchen. die Kacke, oh, für die Kacke gibt es drei Kühe und ein Herz. Way. Ja, es ist nicht ganz so ganz so effektiv, ne? Nee. Ethanol, wo kriegen wir denn Ethanol her? Ethanol müssen wir Factory selbst sind mehr. herstellen. Mit was? Mit. Oh Gott, wo ging das nochmal raus? Weiß ich jetzt gerade nicht mehr aus dem Kopf. Keine Ahnung. Ethanol. Müsstest du nochmal nachschauen. Dill. Von was ist das denn? Ach, Wo ging denn? Biomasse. Okay, Biomasse. Also Forestry. Gut. Das wird's dann Das wohl kannst du sein. machen. Ah, sehr schön. Apropos Bienen und so. Ah, noch eine Will nicht. Task. Oh, jetzt muss ich das Schwert herstellen. Oh, Nein. sind wir ja auch Beziehungsweise schon durch, abgeben, ne? wahrscheinlich. Ah, Mist. Wie stelle ich denn das Schwert jetzt her? Das ist die Frage. Steht das da irgendwie, wie ich das herstellen kann? Wahrscheinlich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich es herstellen muss. Create a powerful tool, What? weapons and armor. Create a little drive. This Achso. tool can be used to auto-place the components of various rituals. Diamond Sword. Then run like hell. Das ist auch gut, ne?
Construct the ritual of binding. Activated it and throw a diamond sword. Ja, wie? Und schmeiß ein... Activate and throw a diamond sword, okay. Then run like hell. Sehr According gut. To the creator. Future information and safer tips can be found by reading the Blood Magic Forum Thread. Okay, ja. Klingt ja sehr interessant. Also wir brauchen ein Diamond Sword. Gut, dass es da wenigstens erklärt ist, wie man es machen muss. Ich hätte mich ja wahrscheinlich totgesucht. Also irgendwie muss ich das Ding hier aktivieren. Also die Frage ist, baut sich dadurch ein Konstrukt auf? Ja, used das to läuft explore gut. New types of rituals. Can not place dusk runes. Current owner. Ritual ID 1. Blank stones 0. Air stones 0. Water stones 4. Fire stones, Earth stone, Dust stone. Ja, okay, dann probieren wir das mal aus. Ich will das hier oben einfach beim Portal machen, da ist es ja halbwegs safe, hoffentlich. Also bei der Monsterfarm, falls da was schief läuft. So, ich muss mal ganz kurz kleinen Blick. Ist die Frage, wie aktiviere ich das? Schmeiße ich das einfach nur hin und dann noch ein Diamondschwert dazu? Das sieht nicht richtig aus. Wie kann ich das aktivieren, ist die Frage. Brauche ich dafür jetzt noch wieder Blood Runes? Das ist sehr merkwürdig. Lesen wir das nochmal in dem Büchlein. Hilft mir zwar wahrscheinlich auch nicht weiter, aber egal. So. Also, Blood Runes can be used to summon resources and create powerful tools, weapon and armor. Create ritual drive. This tool can be used to auto place the components for various rituals. Construct the ritual. Alles gut. Ah, okay, ich muss das Ritual of Binding. Ah, okay, das weiß ich aber nicht, wie das funktioniert, das Ritual of Binding. Das müsste ich mir da mal angucken, wie man das baut. Gibt es hier eigentlich ein Blood Magic Book, wo man das Ganze in-game nachlesen kann? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Das ist natürlich immer ungünstig. Dann werde ich mir das zum nächsten Mal durchlesen müssen. Und dann mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Auf jeden Fall, die Grundkomponenten haben wir schon mal dafür gebaut. Prima. So, was haben wir noch beim Bragging Raid? Als nächstes genau die Küche. Ah, was haben wir hier? Bienen. Bee Domination. Ach so, die vielen Forest. Ach, damit kann ich auch schon mal anfangen eigentlich. So, die Sachen schmeiße ich da auch schon mal rein. Das kann da wieder rein. Milch brauche ich auch nicht so wirklich. Dann kann ich mal gucken, was ich noch so machen, bauen und tun kann. Da kommen wir dann erstmal nicht weiter. Sombcraft, weiß ich auch nicht. Gerade nicht so wirklich viel Lust. Bienen kommen wir nicht weiter. For the Hoarding. Ach, genau, ich weiß, was ich machen kann. Ich kann ganz viele Blöcke schmelzen gehen. So. Das ist doch eine Idee. Gold haben wir auf jeden Fall beim letzten Mal schon gut durchlaufen lassen. Das sollte eigentlich klappen und reichen. Dann, mache ich jetzt als nächstes mal Eisen, wa? Das ist, glaube ich, denke ich mal, auch eine ganz gute Idee. So, und genau, in die Küche muss ich auch noch wieder für mein Frühstückgedönse. Banane brauche ich. Haben wir einen Bananenbaum? Ich glaube nicht. Muss ich auch noch pflanzen. Einen Bananenbaum? Banana! Banana was? Banana! Banana! Bananamama! Bananarama! Ich brauche dann noch 48, glaube ich, oder? Oh Mann, warum klicke ich die jetzt eigentlich alle einzeln? Egal. Bananas in Pyjamas sind lustig anzusehen. Kennst du die noch von damals? Die waren irgendwie ulkig. Nee, nicht wirklich. Oh, so eine Kinderserie. Das waren so Menschen in so Bananenkostümen, die Pyjamas anhatten.
War das eigentlich echte Menschen? Muss ich mal eben kurz googeln. Das will ich jetzt wissen. Ich kann es dir nicht sagen, ich kenne das nicht. Bananas in Pyjamas. Ganz ehrlich, das kenne ich wirklich nicht. Waren echte Menschen und es ist ja, jetzt wo ich das so sehe, ist das ein bisschen beängstigend. B1 und Was hast du dir B2. damals angeguckt? Ja, das frage ich mich auch gerade. Wow, wir sind irgendwie gruselig. Oh Gott. Was haben sie Wenn dir das Kind keine damals Albträume ange... hatte, war das schon ein Wunder. Was haben sie dir damals bloß angetan, Shigo? Ja, das frage ich mich auch manchmal. So, Eisen habe ich schon mal durchschmelzen lassen. Was brauchen wir sonst noch? Wir brauchen Alles noch andere. Copper, Zinn, Aluminium, Aluminium Brass und Block of Alumite. Okay, dann würde ich sagen, Block of Aluminium. Das können wir theoretisch auch unten mal schmelzen. Und zwar Aluminium. Nehmen wir mal das hier, davon haben wir am meisten. Und legen die mal schon mal zusammen. Einmal. Na komm. Ah ne, muss ja linksklick. Ich wollte gerade sagen, warum gibt er mir mit rechtsklick nichts raus? Das klappt aber ja nicht. So. Zweimal. Können wir die einfach unten mal in die Öfen legen und schmelzen das da sozusagen auch schon mal mit fertig. Bricks, hast du wofür gebraucht? Für die Sewage-Dinger. Ach so, ja, dann lege ich die restlichen einfach ins Applied Logistics System rein. Jo. Hallo, Schweinchen. So, was brauche ich Und denn gut. dafür? Das wird dann langsam auch Also, Eisen Bananen. verarbeitet. Das dürfte soweit in Ordnung sein. Dann als nächstes, lass mich mal ganz kurz gucken, was können wir sonst noch nebenbei machen? Das läuft ja schon mal. Holz. Holz ist noch problematisch. 100.000. Oh ja. Double Compressed Sand. 100 Blöcke. Wie sieht denn das aus? Banana, Nut, Walnut. Oh nein. Walnut. Walnuts. Habe ich Walnuts hier hängen? Ich glaube, es sind Oliven, die ich da hängen habe und keine Nüsse. Gut, Walnut Tree. Walnut Sapling. Yeah. Ich versuche mal ganz kurz was. Item. Sind die hier, ne? Die ohne. Cannot be seen, richtig. Dann schließe ich die mal ganz kurz hier hinten an. Und zwar. Nein, stopp. So, dass. Dance. Genau, der Dance-Mode war, dass sie da als letztes reingehen, ne? Ja. Richtig. So, und dann kann ich doch theoretisch. Ananus, Ananus, Theoretisch. Salz, Soja, Wheat Nee, wisst Flour ihr habe was? ich. Ich mach das anders. Ja, ich mach das anders. Einen Augenblick. Ich wollte erst das Ding verschieben, aber das ist. Nee, warte mal, kann ich, wie war das? Doppelt. Hier. Deep Storage Units kann ich so abbauen, ne? Ohne Gefahr zu laufen, dass sie leer gehen. Da bin ich mir gerade nicht so sicher, ehrlich gesagt. Kann ich nicht hundertprozentig für so sagen. Warte mal ganz kurz, haben wir nicht noch welche? Ja, wir haben noch zwei. Dann machen wir das einfach mal ganz kurz so. Und ich nehme mir mal ein B-Wax hier raus. Setze den mal ganz kurz hier hin. B-Wax rein. Einmal abbauen. Und müsste auch hier drin stehen. Ein B-Wax, genau, hundertprozentig. Ja, dann kann ich das doch so machen, wie ich das wollte. Klappt. Einfach testen und dann weiß man, wie es geht. Jo. So, dann kann ich das doch so machen. Dann lasse ich das mal hier oben und dann kann ich das Ding abbauen. Okay. Jetzt brauche ich noch eben schnell von Applied Energistics einen. Wamas, Damas und eine Storage Bus. Was fehlt mir dafür? Nichts. Wunderbar. Nehme ich mir einmal raus. Klaue mir einmal ganz kurz das Ding. Solange kann der Sand sozusagen da oben reinlaufen. Stelle ich das Ding hier einmal kurz daneben. Storage Bus drauf. Und dann haben wir auch eine ganze Menge Sand hier. Und dann, So. kann ich mir Genau. mal eben schnell. Cinnamon Roll. Ich
Hast du noch zufällig... Ah, verdammt, wir haben nicht genügend Blank Patterns. Hast du Blank Patterns? Hast du wahrscheinlich gespeichert, oder? Als da. Ja, hast du. Sehr schön. 10 Stück. Wunderbar. Dann schmeiße ich die So. da noch mit dazu. Und mach mir etwas Double Compressed Sand. So, Sand, Sand, Cinnamon Stone. Roll. Backware. Eik Zucker Cinnamon. Bin ich jetzt blöd? Wo ist Double Compressed Sandwich? Benötigt Sand oder was? Ah, nee, natürlich mit Sand. Nein, ich habe nach Sand gesucht. Double Compressed. Nee, das ist. Jetzt habe ich gerafft, wie die blöden Zimtbäume funktionieren. Oh Mann. Okay. Dachte mal, man müsste bei den Zimtbäumen die Stämme abfällen, um Zimt zu kriegen, aber braucht man gar nicht. Die Stämme müssen reif werden, um Zimt davon rechtsklicken zu können. Ah, okay. Ah, okay. Das macht Sinn. Also wir haben jetzt Compressed Sand und wir haben Double Compressed Sand. Wunderbar. Und jetzt wollen wir mal ganz kurz hier auf Craft Items, Double Compressed und davon brauchen wir 100 Stück. Dann gucken wir mal, wie schnell der das da jetzt umwandelt. So, jetzt craftet er da so langsam vor sich hin 100 Double Compressed Sand. Sehr gut. Mal gucken, ob das klappt. Ich weiß es nicht, ob wir genügend Sand dafür haben. Aber es sieht auf jeden Fall sehr gut aus. So, dies läuft schon mal. Milch, Tofu, Flour, gut. Augenblick, dann kann ich noch was machen. Und zwar Select Task. Schwupps. Haben wir das auch schon mal. Und dann mache ich das wie folgt. Sand. Nehme ich mir das mal hier einen raus und mach das da schon mal rein. Dann gibt er das nämlich auch gleich automatisch schon ab. Pancakes und was Yeah, noch? wunderbar. 23 haben wir schon abgegeben von 100. Omelette und Blueberry Pancakes, gut. Und jetzt hat er aufgehört, die zu craften oder was? Ah, 77, warte. Gebe ich das Blueberry. nochmal neu ein. Und zwar das hier. 77 Beginn. Hä? Warum craftet er jetzt keinen Double Compressed Sand mehr? Unser Computer will nicht mehr. Oh Er will nein. nicht mehr. Warum will er nicht mehr? Hä? Was fehlt ihm? Er hat Sand, hat er. Warum craftet er nicht mehr? Blödes Ding. Hä? Irgendwie ist das komisch. Nach dem Update geht so einiges nicht mehr, wa? Doch, gerade hat er ja Toll. gecraftet, deswegen wundere ich Okay. mich gerade. Hä? 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 Da läuft das, da läuft das. Oh, stackwise, always active. Hä? Das ist doch jetzt super merkwürdig. Ne, nochmal ganz kurz raus. Weißt du, was ich da mal ganz kurz eben mache? Autsch, autsch, autsch. Ich hätte jetzt fast gesagt, ich baue den Controller einmal ab und setze den wieder neu, aber. Hast du gerade irgendwas am ME-System angebaut oder so? Nee, ne? Nein. Aber unsere Folge ist gleich schon zu Ende. Fällt mir gerade so ein. Ja, da muss ich dann doch mal schauen, dass das dann hoffentlich bis zur nächsten Folge wieder klappt. Das ist ja irgendwie gerade blöd. Beginn ein. Selbst einen lässt er nicht mehr craften. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin erst einmal. Ciao. Ciao, ciao.